Willkommen bei der, Trommelwirbel, zweiten Staffel der Eskalation. Die Haare werden immer kürzer, die Geschichten nicht. Aber sie werden konkreter. Beginnen möchte ich, Überraschung, mit der Kleidung. Und zwar mit der Secondhand-Kleidung. Secondhand hat sich von der Stigmatisierung als Kleidung für die, die sich nichts Neues leisten können, zu einem echten Trend entwickelt. Und aus ökologischer Sicht ist das auch richtig, richtig gut so. Denn Kleidung ist seit Mitte der 1990er Jahre aufgrund der massiv beschleunigten und gleichzeitig sehr verbilligten globalisierten Produktionswege zur Wegwerfware geworden. Gab es früher 2 bis maximal 4 Kollektionen pro Jahr von den ModehändlerInnen, haben H&M und Co. Fast Fashion und damit bis zu 30 und mehr Kollektionen pro Jahr völlig salonfähig gemacht. Ziel dieser großen Unternehmen ist es, durch FOMO, das Ausnutzen des psychologischen Phänomens Fear of Missing Out, für möglichst schnelle Drehung in den Kleiderschränken des Landes zu sorgen. Man soll immer wieder das Gefühl haben, etwas zu versäumen, wenn man nicht regelmäßig in die Filialen oder Online-Shops schaut. Und man soll immer wieder Neues kaufen. Dazu gibt es übrigens eine eigene Folge der Eskalation, die ihr hier finden könnt. Inzwischen kaufen Menschen, einer Studie von Greenpeace zufolge, doppelt so viel Kleidung wie noch vor 15 Jahren und tragen sie aber nur noch halb so lange. Wir haben einfach viel zu viel. Wir sitzen im Endeffekt auf einem riesigen Berg an nicht getragener Kleidung. Sowohl jene, die im Handel gleich bleibt und nicht verkauft wird, als auch jene, die in den Kleiderschränken der KonsumentInnen verstaubt. Die Rechnung bezahlen wir aber alle mit der Verschmutzung unserer Umwelt. Die Modeindustrie ist hinter der Ölindustrie mit einem Anteil von 10% der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt. Das ist mehr als Luftfahrt und Seeschifffahrt zusammen. Eine Untersuchung der britischen Ellen MacArthur Stiftung zufolge könnte die gesamte Textilindustrie bis 2050 für ein Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sein. Ein zusätzlicher, sehr unleibender Aspekt der Textilproduktion ist die soziale Ausbeutung in der Lieferkette. Das sollte uns allen bereits bekannt sein, spätestens seit 2013. Damals starben beim Zusammenbruch der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch über 1200 Menschen und mehr als doppelt so viele wurden teilweise sehr schwer verletzt. In den Ruinen dieser Fabrik fand man unter anderem Kleidung von Kick und Benetton. Kurz, moderne Fast-Fashion-Produktion ist umweltverschmutzend und für ArbeiterInnen oft lebensgefährlich. Das ökologischste und sozialste Kleidungsstück ist also das, das nicht extra neu produziert werden muss. Das heißt im Umkehrschluss, trage deine Kleidung so lange wie möglich. Auswahl gibt es wirklich mehr als genug. Im Durchschnitt besitzt nämlich eine 14- bis 69-jährige Person in Österreich 85 Kleidungsstücke, Tendenz steigend. Und das macht insgesamt 574 Millionen Kleidungsstücke in Österreichs Kleiderschränken. Berechnungen von Greenpeace wiederum zufolge werden davon knapp 13% selten oder nie getragen. In ganzen Zahlen sind das etwa 73 Millionen Kleidungsstücke, die nicht angezogen werden, die nicht gebraucht werden. 73 Millionen. Diese Zahlen sprechen für sich. Und allein in Österreich fielen im Jahr 2019 mehr als 115.000 Tonnen Alttextilien an, von denen etwa, und das ist die wirklich schlechte Nachricht, 70.000 Tonnen im Restmüll landen. Auf den Kopf runtergerechnet fallen also pro Jahr 13,4 Kilogramm Alttextilien an. Es rentiert sich also, sich mal in den Secondhand-Läden in deiner Nähe umzuschauen, man findet garantiert feine Teile. Secondhand ist nicht nur die umweltfreundlichste Art und Weise, sich einzukleiden, sondern auch wirklich stylisch. Auf nunukala.com verlinke ich euch eine Liste aller oder fast aller Secondhand-Läden in Österreich. Warum man dabei aufpassen muss und warum Secondhand nicht gleich Secondhand ist, darum wird es dann in einer zukünftigen Ausgabe der Eskalation gehen. Also, folge dem Kanal von Moment.at auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube, wenn du keine Folge der Eskalation mehr verpassen möchtest. Und übrigens nur so ein Tipp am Schluss, wenn ihr Kleidung spenden wollt, dann achtet bitte darauf, dass die noch gut in Ordnung ist. Weil wenn Kleidung stark abgetragen ist oder in schlechter Qualität ist, muss sie entsorgt werden. Die verkauft sich nicht wieder. Und das macht den Spendenorganisationen sogar mehr Kosten. Also bitte gute Qualität spenden, gute Qualität kaufen.